Leider bringen immer weniger von zu Hause Deutschkenntnisse mit. Dementsprechend muss auch auf dem Gebiet des Nationalitätensprachunterrichts eine neue Strategie ausgearbeitet werden. Diese ganze Identitätsfrage hängt nach meiner Auffassung nach sehr, sehr eng mit der Sprache, mit dem Sprachgebrauch zusammen. Es ist mir natürlich klar, Identität hat mehrere Faktoren, mehrere Merkmale. Also da gehört natürlich die Kultur und Sitten und Bräuche und noch sehr vieles dazu, die alle auch Träger der Sprache sind. Also man kann das nicht isoliert betrachten, aber ich glaube, ohne Sprache langfristig kann sich eine Volksgruppe, eine Nationalität nicht erhalten. Und ich möchte auch kein Mitglied einer Volksgruppe sein, die ohne Sprache ist und nur tanzen und singen kann. Wir sind immer weniger Leute, die von zu Hause aus Deutschkenntnisse bringen. In unseren Schulen, in unseren Kindergärten auch. Ich glaube, hier müssen wir einfach eine andere Sichtweise nehmen. Es bringt nichts, wenn wir weinen und nachtrauern. Die Kinder bringen keine Deutschkenntnisse mit. Nein, das ist leider fast vorbei. Wir müssen eine andere Basis haben und darauf aufbauen. Und die andere Basis ist, es ist egal, mit welchen Deutschkenntnissen du kommst. Natürlich ist es gut, wenn du welche mitbringst. Wichtig ist, dass die Nationalitäten, Einrichtungen, Bildungseinrichtungen das Konzept haben, dass die Sprache auch von null oder mit wenig Sprachkenntnissen aufgebaut werden kann und Sprachkenntnisse angeeignet werden können. Also, wir freuen uns, wenn du zu uns kommst, quasi, und wir haben ein System, auf das wir aufbauen. Wie lerne ich denn ein Auto fahren? Indem ich mich hineinsetze und fahre und übe. Sprache geht auch nicht anders. Ich habe eine einfache Methode. Benutzen wir die Sprache. Man soll tapferer sein. Man braucht keine Angst vor der Zweisprachigkeit zu haben. Unsere Kinder können dadurch nur gewinnen, betont Alfred Manns. Ich glaube, da müssen wir viel mutiger sein. Viel mutiger. Mutiger muss der Träger sein, denn der Träger hat ja den Einfluss auf die Bildungsinstitution. Mutiger sollten da auch die Pädagogen sein, natürlich die Kinder auch und die Eltern auch. Dürfen keine Angst davor haben, oh Gott, was passiert, wenn jetzt um 5 ungarische Lieder weniger das Kind lernt. Aber schauen wir doch die andere Seite an. Welchen riesigen Gewinn bekommt denn ein Kind dadurch, wenn es zweisprachig aufwachsen kann? Ich bin mir sicher, dass es auch im kognitiven Bereich das sehr viel bringt, in der Gefühlswelt auch sehr viel bringen wird. Und dieses Kind wird aufgeschlossener sein und schließt sich nicht ein. Also ich sehe da nur Vorteile in diesem Bereich. Der Nationalitätenunterricht sollte nach meiner Auffassung ein qualitativer Unterricht sein. Und damit will ich nichts anderes abschätzen, sondern eher einen Wert der Sache geben. Das muss auf hohem Niveau laufen. Und wir möchten erreichen, wenn jemand einen im Nationalitätenunterricht einnimmt und wenn er das durchmacht, Kindergarten und Grundschule und vielleicht auch noch Mittelschule, dass dieses Kind dann wirklich mit zwei Sprachen rauskommt und Abitur macht. Und zwar nicht nur deshalb, damit er zeigen kann, ich habe B1 oder ich habe C1 Sprachprüfung, denn nicht das zählt, sondern auf dem Arbeitsmarkt zählt auch, was kann ich mit der Sprache anfangen. Zum Erfolg sind überzeugende Konzepte,
entsprechende Rahmenbedingungen, autonome Träger und gut ausgebildete Pädagogen erforderlich.